So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde GaxTV und ich habe hier ein Intel NUC-System auf dem Tisch, welches ich schon seit längerem mal unter die Lupe nehmen wollte, und zwar das Intel NUC Serpent Canyon mit der 12. Generation, aber das spielt soweit nicht zur Sache. Es ist ein enorm schneller i7-12700H, sprich ein mobiler Prozessor. Das, was hier aber interessant ist, ist, dass hier eine Intel Arc Alchemist GPU in diesem kleinen, kompakten Setup enthalten ist. Und was für euch hier an der Stelle interessant sein dürfte, ist nicht nur, dass das Ding klein und kompakt ist, sondern eben wie viel Rechenleistung das Ganze hat. Nicht nur zum Zocken, also Gaming ist hier gar kein Problem, sondern mit der Intel Arc Alchemist Architektur entsprechend auch, was für ein leistungsstarkes Werkzeug das Ganze zum Beispiel im Videoschnitt ist. Hier an der Stelle mit Magix Video Deluxe. Ja, ihr seht, seit 2015 ist das Ganze mein stetiger Wegbegleiter auf dem Kanal, sozusagen ja, mein erster Einstieg gewesen in das Thema Videoschnitt, YouTube und wie man Videos produziert. Nun gibt es inzwischen auch Magix Video Deluxe 2024 in der aktuellsten Version, entsprechend mit dem gesamten Feature-Set. Das heißt auch zum Beispiel, ja, was mit Intel Arc Alchemist eingeführt wurde, DeepLink und HyperEncode, soweit die Möglichkeit, die integrierte Grafikeinheit in der CPU von Intel mit der dedizierten Grafikkarte, also der Intel Arc Alchemist, zusammen deutlich performanter im Videoschnitt beim Encodieren und Bearbeiten von Videos eben mehr Rechenleistung zur Verfügung zu stellen und bestmöglich zu funktionieren. Und dieses System vereint eben genau diese beiden Komponenten und dürfte dank Intel Arc Alchemist und AV1 Encoding, ja, was jetzt auch endlich in Magix Video Deluxe 2024 implementiert wurde, genauso wie in Pro X, entsprechend jetzt auch in deren deutlich günstigere Videoschnittsoftware implementiert worden, ist das für mich ein wirklicher Meilenstein, der Magix für mich nochmal deutlich attraktiver macht. Ich werde heute in diesem Video die vorherige Version, also Magix 2023 mit Magix Video Deluxe 2024 vergleichen und schauen, ja, erstens, gibt es einen Leistungssprung und vor allem, wie sieht es hier mit der Intel Arc Alchemist aus? Ich habe nämlich hier nicht nur das Intel NUC 12 Enthusiast Kit mit der Intel Arc A730N, die es so derzeit nicht im Handel gibt. Das ist eine relativ spezielle Ausführung, sondern ich habe hier gleich ein zweites Intel NUC System und zwar mit der A770N. So, das sind beides mobile Chips, ja, also so wie man sie auch in Laptops findet. Deswegen ist es möglich, das Ganze so klein und kompakt zu gestalten. Und das Serpent Canyon hat mich schon damals, als ich es entsprechend vor dem Launch von Alder Lake das erste Mal zu Gesicht bekommen habe, auf einem Intel-Event, ja, davon stammen ja auch diese schönen Bilder. Dieses Gerät ist so kompakt, noch kleiner als zum Beispiel eine PlayStation 5, und bietet nichtsdestotrotz mit der A730M 12 GB Grafikspeicher und der A770M sogar 16 GB Grafikspeicher, der euch dann nicht nur im Gaming zugutekommt, sondern eben auch für den Videoschnitt in der Timeline. Und entsprechend bin ich gespannt, was Magix Video Deluxe 2024 hier zu bieten hat mit einem solchen System, das alle soweit topaktuellen Feature unter einen Hut bringt. Ja, und im gleichen Rahmen werde ich natürlich auch die Intel Arc Alchemist A770 als Desktop-GPU noch ein weiteres Mal testen, denn das, was Intel Arc soweit in den letzten paar Monaten geleistet hat, ist Treiberoptimierung. Das heißt, wir werden natürlich auch hier ein bisschen zocken und schauen, wie die Gaming-Leistung dieses kleinen Rechners ist. Wenn ihr Bock drauf habt, ja, dann sehen wir uns gleich nach dem Intro. Ach so, und das habe ich noch gar nicht erwähnt gehabt. Das Beste an dem Ganzen ist, dass ihr genau dieses Intel NUC-System, also ein komplett fertiger Gaming-Rechner, ja, fertig konfiguriert mit Arbeitsspeicher, SSD und Windows 11 Pro, alles soweit startklar, also ein komplett fertiger Gaming-Rechner, den ihr entweder zum Zocken oder Arbeiten benutzen könnt. Das Ganze ist portabel und hat einen Wert von knapp 1000 Euro und ihr könnt das Ganze gewinnen. Ja, wie ihr das Ganze macht, ganz einfach in die Kommentare Hashtag Intel, Hashtag NUC und natürlich Hashtag Magix, denn die haben das Ganze in Kooperation mit Intel heute ermöglicht, dass ich mir ein etwas genaueres Bild von der neuen Architektur von Intel
in Kombination mit Magix Video Deluxe 2024 machen kann. Ja, Magix ist schon seit Jahren ein Partner des Kanals und ihr seht es schon anhand der Verpackung, mit 2015 bahnen wir uns auf ein 10-jähriges Jubiläum zu, ja, dass ich diese Software entsprechend auch selber für den Kanal nutze. Das ist meine Videoschnittsoftware, die ich alltäglich selbst auch im Gebrauch habe und mit denen sämtliche meiner Videos entstehen. Bereits in der Vergangenheit hat Magix mit der Infusion Engine 3 bereits Maßstäbe gesetzt und beim Export das Nutzen einer dedizierten Grafikkarte ermöglicht, um die Renderzeiten zu beschleunigen. Sprich, sowohl AMD als auch Nvidia Grafikkarten wurden unterstützt. Und wer es soweit nicht weiß, Intel ist schon seit Jahren ein Partner von Magix und ist entsprechend auch softwareseitig immer daraufhin optimiert worden. Sprich, mit Intel QuickSync konnte man in der Vergangenheit mit einer schnellen, leistungsstarken, integrierten Grafikeinheit entsprechend die bestmöglichen Renderzeiten erreichen. Nun mit der Infusion Engine 3, aber auch eben DeepLink und HyperEncode, diesen beiden neuen Features, die mit der Intel Arc Alchemist Architektur so weit einhergekommen sind, können diese Renderzeiten nochmal eine Ecke schneller sein. So, darauf bin ich gespannt, ja, wie es hier in der Realität aussieht. Aber bevor wir ans Testen gehen, würde ich sagen, nehmen wir das Ganze mal auf den Unboxing-Tisch, schauen uns das Ganze an, was hier im Inneren verbaut ist. Denn das, was wirklich krass an diesem System ist, der Vollausbau mit A770 und i7-12700H ist derzeit für knapp 630 Euro im Handel erhältlich. Was für ein so leistungsstarkes Komplettsystem ein wirklich Hammerpreis ist, abgesehen davon, dass ihr das Ganze natürlich in diesem Video gewinnen könnt, ist das Intel NUC Serpent Canyon auf jeden Fall ein Schnäppchen, wenn ihr derzeit auf der Suche nach einem performanten und vor allem kompakten Minisystem seid. Gibt es kaum vergleichbare Produkte, die das bieten, was das Intel NUC Serpent Canyon kann. Also, wir wechseln fix die Perspektive und schauen uns das Ganze in der Nahaufnahme an. So, Freunde, das ist das Intel NUC Serpent Canyon, hier eben der 12. Generation, ja, unter Enthusiast. Es gibt das Intel NUC Enthusiast und Extreme. Extreme eben mit Desktop-Komponenten, Enthusiast entsprechend als Mini-PC. So, wir sehen es auch hier oben schon an der Ecke. Das Ganze kommt mit einem i7. Welchen genau? Schauen wir uns einmal hier an. Ja. Intel Core i7 und Intel Arc Graphics sind hier drin. Das ist die genaue Systemspezifikation dieses Setups hier. Ja, wir haben einen i7-12700H mit Intel Iris Xe Grafik und zusätzlich einer dedizierten Intel Arc A730M mit 12 GB GDDR6. Soweit ja, ein ziemlich besonderes Kit, was hier uns soweit vorliegt, denn das gibt es soweit nicht im Einzelhandel erhältlich. Im Test habe ich hier das exakt selbe System, lediglich mit der A770M mit 16 GB VRAM. Und ja, das Teil gibt es ganz normal im Einzelhandel zu kaufen. Und wenn wir uns jetzt hier die Spezifikationen anschauen, haben wir zweimal Thunderbolt 4, zweimal DisplayPort 2.0, auch natürlich 1.4 zertifiziert, einmal HDMI 2.1, insgesamt 6 USB 3.2 Gen 2 Ports, 2,5 Gigabit LAN, ein Intel Killer Wi-Fi 6E Wi-Fi-Modul und ja, zusätzlich einen UHS 2 SD-Karten-Slot. Das ist, denke ich, auch für professionelle Anwender wirklich ein enorm wichtiges Feature. Und ja, das Ganze hat ein 330 Watt Netzteil und ja, normalerweise ist dieses Kit entsprechend barebone, sprich kommt ohne Arbeitsspeicher und ohne SSD. Wir haben hier das Ganze vorkonfiguriert mit Windows 11 und 32 GB DDR4 mit 3200 MHz. Ihr seht, es ist so dem Arbeitsspeicher, sprich der Laptop-Standard, und es können bis zu 3 M.2 SSDs verbaut werden. Zwei davon mit Gen 4 und eine mit Gen 3 Geschwindigkeit. Also auch hier haben wir eine 1 TB NVMe SSD vorinstalliert. Wirklich genial. Ja? Das Ganze hat eine dreijährige Garantie. Also soweit so gut. Ja? Machen wir das Ganze mal auf. The last of
existing forever within our souls. So do we even know? Ja, witzig ist auch der Größenvergleich übrigens zwischen dem PC-System und dem Netzteil. Ja, also dieses 330 Watt Netzteil misst fast genau dieselbe Größe wie dieses gesamte PC-System. Aber wir schauen uns jetzt erstmal das Innenleben des ganzen Rechners an. Ja, was wir hier sehen können, ist nicht nur, dass wir entsprechend hier das RGB-Kabel haben, sondern auch zwei Wärmeleitpads, denn die M.2 SSDs befinden sich hier in einer Reihe. Ja, wir haben hier eine Kingston Fury Renegade mit 1 Terabyte verbaut und hätten hier halt die Möglichkeit, noch eine weitere PCIe Gen 4 SSD und eine Gen 3 SSD oben zu verbauen. Hier ist unser Wi-Fi-Modul. Und wir sehen auch schon, wir haben hier einen einzigen Arbeitsspeicherriegel verbaut. Ja, in dem System, das mir hier von Intel und Magix zur Verfügung gestellt wurde, waren 32 GB mit 3200 MHz soweit nativ verbaut. Ist natürlich, sagen wir, suboptimal, ja, weil wir brauchen eigentlich Dual-Channel. Und entsprechend habe ich mir genau dasselbe Kit hier mit 32 GB dafür im Dual-Channel besorgt. Ja, selbe Geschwindigkeit. Selber Speicherhersteller, nur eben statt einem DIMM soweit zwei Stück für bestmögliche Leistung und natürlich auch Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Systemen, denn mein Desktop-System hatte natürlich auch im Dual-Channel zwei 16 GB Riegel und damit lässt sich das Ganze hier deutlich besser vergleichen. Ja, zeigt aber auch, wie einfach sich hier das Serpent Canyon upgraden lässt. Alles ist direkt erreichbar. Wir haben hier in dieses Heatsink 3 Wärmeleitpads implementiert, sodass auch hier alles seinen Platz hat. So, Freunde, ich bin jetzt soweit durch mit meinen Tests zu dem Intel NUC Serpent Canyon und der Intel Arc A770M und A730M. Und ich habe vor kurzem erst in diesem Video hier die A770 mit aktuellsten Treibern neu getestet, also die Desktop-Variante. Ja, diese schöne GPU, die ist auch zu einem wirklich guten Preis zwischen 350 und 400 Euro. Und 16 GB Grafikspeicher derzeit zu kaufen gibt. Zusätzlich laufen gerade die Intel Gamer Days, wo ihr zwei
richtig gute Games mit gratis dazu bekommt. Das sind einmal Assassin's Creed Mirage und Nightgale, welches erst 2024 erscheint, aber bereits heiß diskutiert wird. Ja, macht die Preis-Leistung dieser Karte einfach, ja, um einiges besser, was die Konkurrenz angeht. Wer in der Vergangenheit immer gesagt hat, hey, man sollte AMD kaufen wegen des Grafikspeichers, ja, denn AMD hat eigentlich nahezu immer im selben Preisverhältnis den höheren Speicher als Nvidia-Karten. Dann schaut man sich die Intel-Karten an und die haben genau dasselbe gemacht, nur noch mal eine Ecke besser, weil 16 GB bei einer A770, das ist echt, ja, konkurrenzlos. Genauso wie anfangs auch AV1, also den brandneuen Encoder, der auch inzwischen in Magic's Video Deluxe implementiert ist. In der Version 2024 habe ich das Ganze natürlich auch für euch ausgetestet und ich war wirklich überrascht, was hier dieser AV1 Encoder im Kern im Moment alles kann. Es ist natürlich noch nicht in alle Richtungen optimiert worden. Es ist ein neuer Codec, entsprechend wird mit jeder Version dort nochmal ein bisschen feingetuned, wie es hier softwareseitig implementiert ist. Aber was ich hier soweit entnehmen konnte, ja, mein 4K-Videoprojekt, welches ich hier exemplarisch verwendet habe, hat eine Gesamtgröße von 23,7 GB, ja, der Projektordner, und als MP4-Datei. Vorher mit selben Einstellungen bin ich bei 6,71 GB rausgekommen und im Direktvergleich, nachdem wir das Ganze mit AV1 encodiert haben, also nachdem das Ganze mit AV1 gerendert wurde, landen wir bei 4,16 GB. So, einmal den Taschenrechner gezückt, sind das Ganze 38% weniger Speicher, der hier belegt wird, obwohl wir mit denselben Settings gearbeitet haben. Und das zeigt natürlich die gewaltige Stärke von AV1. Er ist effizienter in der Gesamtheit und ja, einfach ressourcenfreundlicher. Sprich, wenn wir dann diese Datei verwenden wollen, nicht nur, dass sie beim Archivieren weniger Speicher wegnimmt, beim Upload, wenn wir das zum Beispiel auf YouTube hochladen wollen, dann dauert das Ganze natürlich noch weniger Zeit. Und ja, das ist auf jeden Fall ein gewaltiger Fortschritt. Muss natürlich auch noch stückweise ja, verbessert werden, softwareseitig auch verbessert werden. Denn in puncto Renderzeiten ist der AV1 hier nicht leistungsstärker oder schneller. Denn man muss auch ganz klar sagen, Magix und die Infusion Engine 3, so weit, ja, ist wirklich ein richtig krasser Hebel, ein sehr, sehr starkes Werkzeug. Ich habe die Version 2023 in sämtlichen Varianten mit der 2024 verglichen, sowohl mit meinem Laptop-System, also mit dem i5-1135G7, als auch mit dem Intel NUC in beiden Ausführungen, sowohl mit A730M als auch A770M und der RTX 4070, ja, der Nvidia-Karte und A770-Desktop-Karte. All diese Tests habe ich gemacht, sowohl mit der Magix 2023 als auch Magix 2024 Version. Und da schauen wir uns jetzt auf jeden Fall gemeinsam die Ergebnisse an. Mit der A770M bin ich bei 15 Minuten 54 Sekunden gelandet. Das heißt, die mobile Variante ist hier in puncto Rechenleistung im Videoschnitt nahezu gleich auf mit der Desktop-Variante. Und das ist wirklich schön zu sehen, auch noch krasser, die A730M, ja, die abgespeckte Variante. Hier mit 17 Minuten und 6 Sekunden auf jeden Fall kaum ein Unterschied, muss man ganz klar sagen. Ja, 15 Minuten und 20 Sekunden bei der A770 Desktop-GPU, bei der i5-1135G7 Konfiguration 41 Minuten 29 Sekunden. Wenn man sich jetzt eine RTX 4070 anschaut, in einem Rechner, ja, knapp 2000 Euro würde diese Gesamtkonfiguration hier kosten, an der Stelle mit 5 Minuten 21 Sekunden. Das zeigt, ja, wie viel Leistung diese Intel-Grafikkarten für professionelle Anwendungen mit sich bringen. Und wenn man dann noch in Relation stellt, dass diese GPUs von Intel noch zusätzlich den AV1-Encoder mit sich bringen, als auch den enorm hohen Grafikspeicher, kann man hier definitiv sagen, dass sie sich auch für professionelle Anwendungen eignen. Und gerade, ja, so ein kleines Intel NUC-System, was enorm portabel, enorm energieeffizient ist und vor allem auch erschwinglich. Denn der Preis von diesem Intel NUC Serpent Canyon, der ist wirklich
echt klasse. Etwa 700 Euro für die Gesamtkonfiguration. Das ist nahezu alleine der Preis für die NVIDIA RTX 4070. Und das ist dann wirklich eine echt gute Preis-Leistung für das, was ihr hier geboten bekommt von Intel. Gerade auch in puncto Gaming müssen sich die Intel Arc GPUs mit aktuellen Treibern und ich habe die Version 31.0.101.4669 und da achtet bitte auf die Endung. 4669 ist die Version vom 23.08.2023, also zum aktuellen Zeitpunkt der aktuellste Intel Treiber, ja, der definitiv einen krassen Leistungssprung hingelegt hatte. Ja, und ich habe mir jetzt hier auch mal angeschaut, wie die A770M mit der A730M sich hier schlagen. Gerade wenn wir uns das Intel NUC Serpent Canyon als solches anschauen, als Gesamtsystem, bietet diese mit 16 GB einfach mehr Leistung, ja, und in meinen Augen auch die bessere Preisleistung. Von daher bekommt das System als solches, gerade weil es eben so kompakt ist, ist es ein enorm benutzerfreundliches System, ja, das sich hier auch ohne weiteres für unterwegs eignet. Ja,
oder im Wohnzimmer mit AV1 soweit für die Zukunft gewappnet und läuft wie eine Rakete mit Magics Video Deluxe 2024. Ja, und dann gehen wir auch noch kurz auf den Sponsor ein, denn sowohl Intel als auch Magics haben hier in Kooperation mit dem Kanal dieses Intel NUC-System für euch gestellt. Ja, deswegen nehmt bitte an dem Gewinnspiel dran teil, lediglich die Hashtags in die Kommentare hauen. Ja, und durch den Kauf über den Link in der Infobox unterstützt ihr den Kanal. Ich habe zwar nicht direkt einen Gutschein oder Rabattcode für euch, aber ich mache mal gerne auf den 10€ Newsletter aufmerksam, der sich ohne weiteres auch auf das neue Magics Video Deluxe, zum Beispiel 2024 Plus oder Premium anwenden lässt. Sprich, wir kommen hier von 69€ auf 59€. Für die Volllizenz, die ihr dann soweit ohne zeitlicher Begrenzung nutzen könnt. Ich will nochmal darauf aufmerksam machen, wenn ihr Magics kauft, dann kauft ihr sozusagen einen 12-monatigen Support für die Updates. Sprich, wenn dann in einem Jahr irgendwann mal neue Updates, neue Feature, wie jetzt zum Beispiel AV1-Encoding, rauskommen, dann ist es euch überlassen, ob ihr dieses Feature braucht oder ob ihr mit eurer jetzigen Version soweit zufrieden seid. Aber für ein Jahr lang habt ihr ab dem Kauf entsprechend den Update-Support und dann lässt sich dieser Update-Support zu einem günstigeren Preis, ja nicht dem Vollkaufpreis, entsprechend nachrüsten. Und dieses Modell von Magics hat mir in der Vergangenheit wirklich sehr, sehr geholfen, weil man braucht nicht jedes neue Update, aber ich habe jetzt hier entsprechend auf die Version 2024 aufgerüstet, einfach weil es eben den neuen AV1-Encoder mit sich bringt und entsprechend auch natürlich eine Menge Fixes. Und da ich eben selbst ein Next-Gen-System in Benutzung habe, wollte ich mir entsprechend nicht den AV1-Encoder durch die Finger gehen lassen. Mega geil, dass Magics hier so schnell aufgeschlossen hat und dieses in deren Software mit eingebunden hat. Und bis dahin bleibt mir nichts weiteres zu sagen als Gaming Fitness, that's you see on GAX TV.